dass Pflanzen sich über Nährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel und was es da alles gibt, dass sie sich davon ernähren, das ist lange bekannt. Sie nehmen diese Nährstoffe, die in der Bodenlösung gelöst sind, über die Wurzeln auf. Was aber noch nicht so lange bekannt ist, Pflanzen ernähren sich auch von und mit Mikroorganismen. Noch viel besser, sie halten sich die Mikroorganismen rund um ihre Wurzeln, wie Landwirte ihre Bauern, beweiden sozusagen den Boden. Wie funktioniert das genau? Über die Wurzelspitzen nehmen die Pflanzen Mikroorganismen, Bakterien, Einzeller auf, saugen die aus, ziehen denen die Nährstoffe heraus oder zum Teil und spucken dann die gleichen Mikroorganismen wieder über die Wurzelhärchen weiter oben hinaus. Dort kommen dann die Bakterien hinaus, beginnen wieder weiter Futter zu suchen, sozusagen Nährstoffe im Boden aufzunehmen und kommen dann wieder zurück zum Wurzelhärchen, zur Wurzelspitze und der Kreislauf beginnt von neuem. Das ist doch faszinierend, oder? Was bedeutet das für die Praxis? Bodenleben fördern, Bodenleben fördern, Bodenleben fördern. So kann man Pflanzen gesund und kostengünstig langfristig ernähren.